Am heutigen Abend des 6. Juni sind die Änderungen des Cannabis-Gesetzes im Bundestag in der zweiten und dritten Lesung zur Verabschiedung gesetzt. Wie in den Ausschüssen in den Tagen zuvor behandelt, am 3. Juni wird es bei den Veränderungen rund um das Cannabis-Gesetz vorwiegend eben um die Anbauvereinigungen gehen. Den Anbauvereinigungen werden weitere Steine in den Weg gelegt, indem neue Vorgaben und Auflagen in das Gesetz übernommen werden. Und damit der Betrieb erschwert wird auf eine Art und Weise, die so für viele außenstehende Betrachter nicht nachvollziehbar ist. So werden unter anderem die Anhäufung von Anbauvereinigungen an einem Ort, an sogenannten Grow Hubs, unterbunden. Dies ist Teil von professionalisierten Dienstleistungskonzepten. Diese werden wiederum durch Beschränkung der Vergabe von einzelnen vertraglichen Kooperationen entsprechend auch weiter beschränkt. Darüber hinaus ist es einfach grundsätzlich so, dass der Betrieb von einer Anbauvereinigung aufgrund der vielen Vorgaben, Dokumentationspflichten und so weiter und so fort, den behördlichen Auflagen entsprechend schon sowieso aufwendig ist. Und durch diese neuen Regelungen wird eine Teilentlastung, die man über Dienstleister oder eben was die Findung von Objekten, Räumlichkeiten und so weiter angeht, in sogenannten Grow-Hubs oder generell einfach von Anbauvereinigungen untereinander organisierten Anbaustätten, dies wird halt damit unterbunden und damit werden auch nur unnötig die Kosten in die Höhe getrieben. Grundsätzlich ist es für viele Anbauvereinigungen teilweise eben jetzt schon schwierig, Objekte zu finden in der passenden Situation, auch mit Hinblick auf die Abstandsregeln von 200 Metern. Trotz alledem, es wird Anbauvereinigungen geben. Es wird zwar weniger geben, aber sie werden auf jeden Fall kommen. Nicht flächendeckend, wie in der Ausschussanhörung bereits gesagt wurde von einem Experten, geht man von bis zu 50% weniger Anbauvereinigungen aus. Ich meine, die Zahl lag bei 50%. Ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Zettel. Aus dem Kopf heraus, korrigiert mich, falls ich falsch liege, in den Kommentaren. Ansonsten, ja, es ist auf jeden Fall damit zu rechnen, dass es weniger Anbauvereinigungen gibt, als eigentlich ursprünglich möglich gewesen sein mit dem ursprünglichen Gesetzentwurf. Und das ist einfach schade. Warum die Bundesregierung bzw. auf Bitten der Länder hinsichtlich der Protokollerklärung und der Umsetzung dieser Änderung darin befindlichen Inhalte sind eben dieser Protokollerklärung geschuldet. Und warum die Länder dann so eine Sorge davor haben, dass unter anderem eben auch die Dienstleister das Leben teilweise für die Anbauvereinigung erleichtern durch gute Angebote, die teilweise im Win-Win-Ansatz eben für alle Beteiligten Vorteile bringen. Aber okay. Des Weiteren wird auch das Straßenverkehrsgesetz sowie die Fahrerlaubnisverordnung und der Bußgeldkatalog entsprechend dazu abgeändert. Die 3,5 Nanogramm THC je Milliliter im Blutserum gemessen werden nun ins Gesetz verankert. Damit wird, wenn auch nur ein kleiner Vorteil für Konsumenten geschaffen, trotzdem mehr Rechtssicherheit im Alltag geboten. Die meisten Konsumierenden werden insbesondere in Kombination mit der Einführung von Speicheltests hierüber nach Einschätzung von Verbänden und Experten soweit rechtssicher im Straßenverkehr teilnehmen können, wenn sie eben nicht unmittelbar vor der Fahrt, sondern mit einigen Stunden Pause dazwischen, im Idealfall mindestens einen halben Tag, würde ich mal so empfehlen, aus meiner Sicht heraus. Auf jeden Fall, ja, die Speicheltests müssen über die Länder dann auch schnell eingeführt werden. Dies ist im Gesetz nicht verbindlich bisher geregelt und das könnte eventuell noch zum Problem werden. Aber sollte dies bald kommen, flächendeckend, wird das auf jeden Fall schon mal Erleichterung für einige schaffen. Nicht für jeden, definitiv nicht. Betrachtet man die 3,5 Nanogramm eben als nicht äquivalent zu den ursprünglich geforderten 0,5 Promille in der Anpassung an Alkohol, muss man eben dabei festhalten, die 0,5 Promille-Regelung wäre ein höherer Grenzwert. Das wäre in Richtung 7,5, 8, eher so Richtung ja, 8 bis 9 Nanogramm. Die 3,5 Nanogramm entsprechen jedoch nicht wie ursprünglich gefordert den 0,5 Promille in der Angleichung an den Alkohol im Grenzwert und den Führerscheinvorgaben, sondern eben 0,2 Promille. Ein weiteres Problem, was jedoch beim Führerschein noch bleibt, ist die Thematik des sogenannten missbräuchlichen Konsums. Wie definiert er sich genau? Wird er entsprechend anders als ursprünglich vom Gesetzgeber gedacht, vielleicht trotzdem noch für eine Art Passivbestrafung dann herhalten? Wir werden sehen. Die Forderung zum Thema Führerschein auf jeden Fall jetzt, bald. Die Speicheltests müssen kommen und wenn die Länder nicht reagieren, muss es eine gesetzliche Regelung dazu geben. Kommen wir nun zum letzten und für mich persönlich wichtigsten Punkt und dieser hat leider nicht den Weg in die Gesetzesänderungen geschafft. Und zwar die gesetzliche Festlegung der nicht geringen Menge. Nach dem Skandalurteil des BGHs mit der Festlegung auf 7,5 Gramm Reim-THC-Wirkstoffgehalt als Grenzwert
zu Bemessung der besonders schweren Straftat nach § 34 Strafvorschriften KannG, KonsumkannG, ist es also die Pflicht des Gesetzgebers, diesem, ich sage mal, trotzigem Verhalten und absolut disrespektierlichen Umgangs mit der eigentlichen Forderung des Gesetzgebers eben auf die Erhöhung des Grenzwerts, darauf muss reagiert werden, denn darüber leiden viele Leute zu Unrecht. Die Bestrafung von Leuten, die auch nur wenige Gramm im Eigenanbau zu viel zum falschen Zeitpunkt in der Feststellung haben, ist einfach absolut unverhältnismäßig. Und wie die Experten, die Rechtsexperten, unter anderem von der Neuen Richtervereinigung oder von Lieb Deutschland ausgeführt haben, besteht aus strafrechtlicher Perspektive keinerlei Grund zur Handhabung dieses vom BGH jetzt erneut festgesetzten Grenzwerts, der in der Begründung seitens des BGH teilweise mit der BGH-Rechtsprechung von, ich meine 84 war es, mit teilweise noch Einstiegsdrogenthematik im ursprünglichen Text, der verwiesen wurde, begründet wird. Das ist an den Haaren herbeigezogen und hier muss sich etwas auf jeden Fall schnell ändern. Die Linken haben zwar leider keine Möglichkeit, mit ihren Anträgen realistisch erfolgreich durch den Bundestag zu kommen, aber Arthur Skürpiner hat angekündigt, wie hier eingeblendet, dass es im Bundestag heute noch einen Antrag der Linksfraktion geben wird zur Streichung der nicht geringen Menge aus dem Cannabisgesetz. Dies wäre eine Art der alternativen Handhabung. Der Antrag der Linksfraktion hinsichtlich der Streichung der nicht geringen Menge ist natürlich der radikalste Vorgang, indem man einfach sagt, okay, wir verzichten komplett darauf, die Bemessungsgrundlagen für besonders schwere Straftaten bzw. die allgemeinen Strafzuschläge sind ja eben gegeben über zum Beispiel Bandenmäßigkeit, bewaffnetes Handeln, nicht geringe Menge fällt dann halt raus, ja, aber alle anderen Parameter, die darauf strafverschärfend wirken, bleiben im Gesetz etabliert und verankert und damit ist das eine vertretbare Lösung meiner Meinung nach und die Bundesregierung muss sich auf jeden Fall schnell Gedanken darüber machen, wie sie dieses Problem angeht und die Rechtsordnung hinsichtlich dem Cannabisgesetz und den Strafvorschriften wieder in Einklang bringt mit dem ursprünglichen Gesetzesziel sowie der gesamten Bemessungsgrundlage des in der aktuellen modernen Feststellung zugrunde liegenden Gefahrenpotenzials von Cannabis in der Expertenanalyse. Alle Links zu entsprechenden Dokumenten, zu den Originalanträgen zur Beschlussempfehlung vom Gesundheitsausschuss findet ihr in der Videobeschreibung. Über ein Like auf diesem Video sowie ein Abo auf dem Kanal würde ich mich sehr freuen. Und wenn ihr nichts weiter verpassen wollt, auch die Glocke aktivieren, nicht vergessen. Schaut auch vorbei auf bio-gartenwelt.de, eurem Onlineshop für organische Dünger, Zusätze, Substrate, Zubehör und neu, auch Samen von ausgewählten Breedern und Seedbanks. Darunter derzeit Dutch Passion, Super Sativa Seed Club, Barney's Farm, Sensi Seeds und Serious Seeds. Die Auswahl bald wachsend.